Das hier ist das brandneue Sniffer-Egg. Das hier einfach ein komplett neuer Skulk-Block. Und das einfach eine komplett neue Blume von dem Sniffer. Und das sind alles nur ein paar Sachen, die gerade für den neuen Snapshot der Minecraft 1.20 dazugekommen sind. Denn obwohl wir in letzter Zeit immer wieder neue Snapshots bekommen haben für die 1.20, gab es diesmal wieder einen richtigen Kracher und wir haben wirklich super viel Zeug dazu bekommen. Also das Update wird gefühlt einfach immer größer und umfangreicher und ich finde es ziemlich cool. Fangen wir direkt mit einer neuen Game-Mechanik bezüglich des Skulks an. Es gibt jetzt nämlich eine neue Sache, die nennt sich Vibration Resonance. Und das Ganze ist praktisch ein Wireless Repeater für Skulk. Also theoretisch auch wieder eine richtig geile Art, um Wireless Redstone zu machen. Man konnte ja davor schon theoretisch Signale mit Skulk-Sensoren weiterleiten und hatte so mehr oder weniger Wireless Redstone. Aber jetzt geht das Ganze nochmal ein bisschen besser, weil ihr wirklich rausfiltern könnt, welche Signale ihr weitergebt. Wenn ihr jetzt einen Amethyst-Block direkt neben den Skulk-Sensor setzt, dann ist der praktisch wie ein Repeater und er gibt auch einen neuen Sound aus. Wenn der Skulk-Sensor jetzt also ein Signal bekommt, dann hört ihr schon diesen hochgepitchten Amethyst-Sound, der da durch die ganzen Blöcke durchgeht. Und das Ganze liegt einfach daran, dass praktisch der Amethyst-Block wie so eine Art Repeater das direkt an den nächsten weitergibt und dann an den nächsten und dann eben schlussendlich an diese Lampe hier hinten. Das Ganze geht auf 9 Blöcke Entfernung, ihr müsst also schon relativ oft so ein Ding haben, aber es gibt halt immer nur die Frequenz weiter, die auch wirklich ankam. Das heißt, ihr könnt damit so verschiedene Sachen filtern und dann eben genau den Signalton weitergeben, den ihr wollt und so irgendwie ganz woanders was triggern. Besonders cool wird das Ganze aber mit dem neuen Calibrated Skulk Sensor. Den findet ihr nicht irgendwo in der Welt, sondern den craftet ihr euch mit 3 Amethyst-Charts und einem Skulk Sensor und dann kriegt ihr diesen kalibrierten Skulk Sensor. Und den könnt ihr, wie der Name das schon sagt, kalibrieren, um nur eine bestimmte Art von Frequenz aufzunehmen. Generell habe ich selber noch nicht richtig viel mit den Skulk Sensoren gemacht. Ich denke, viele von euch wahrscheinlich auch nicht, weil es irgendwie oft immer noch ein bisschen zu kompliziert war. Mit diesem Ding wird es aber zum Glück ein bisschen einfacher, weil sie wirklich das Ganze einfach ein bisschen zugänglicher machen. Super wichtig dafür ist, dass sie die Frequenzen jetzt an bestimmte Game-Events gepackt haben und das nochmal ein bisschen neu sortiert. Das heißt, wenn ihr schon mal was mit diesem Dinger gebaut habt, dann müsst ihr das jetzt wahrscheinlich ein bisschen umbauen, aber hier seht ihr die ganze Liste und welche Art von Redstone ihr ausgeben. Einfach nur laufen gibt also eine Frequenz von 1 aus, trinken zum Beispiel eine von 8, eine Kiste aufzumachen, einen von 10 und so könnt ihr das Ganze eben immer rausfiltern und aus dieser Liste eben auswählen, was genau ihr haben wollt. Wenn ihr jetzt also eine ganz bestimmte Sache, wie zum Beispiel Essen oder Trinken rausfiltern wollt, dann könnt ihr in diesen kalibrierten Skulk-Sensor bei diesem kleinen Amethyst-Teil hier drüben ein Redstone-Signal reinmachen. Das hat er auch nur auf einer Seite, auch wenn irgendwie beide Seiten optisch sehr schön gewesen wären. Aber je nachdem, wie stark das Redstone-Signal ist, das in den Block geht, nimmt er auch nur bestimmte Frequenzen auf. Wenn wir jetzt also mit einem Lectern ein Redstone-Signal von 8 in diesen Calibrated Skulk-Sensor reingeben, dann sehen wir hier, das Ganze ist für Trinken oder für Essen. Und egal, was wir jetzt hier neben dran machen, ob wir Blöcke platzieren, Blöcke abbauen, ob wir hüpfen, schwimmen oder was auch immer, das wird alles den Skulk-Sensor nicht auslösen. Wenn wir trinken oder essen, aber schon. Heißt, damit ist es viel besser und einfacher, direkt den Sound rauszufiltern, den ihr wollt und das dann eben über diese Resonanz hier direkt weiterzugeben. Kommen wir jetzt zu einem sehr coolen und zum Glück einfach zu verstehenden Teil, und zwar Schildern. Die haben nicht gefühlt das beste Update bekommen, das sie jemals hätten haben können, denn neben den Hanging Signs, die wir in 1.20 bekommen, könnt ihr Schilder jetzt von beiden Seiten beschreiben und sie sogar editieren. Wir haben auf Craftatic selber immer so ein Plugin dafür, damit man Schilder editieren kann und das ist unglaublich hilfreich und jedes Mal, wenn ich im Vanilla jumpe, dann checke ich erst, dass das gar nicht mehr funktioniert. Aber ihr könnt jetzt einfach auf ein Schild irgendwas schreiben, sowas wie Hallo, gönn Daumen hoch. Und wenn ihr jetzt das Schild irgendwie neu machen wollt, weil ihr euch verschrieben habt, dann könnt ihr einfach Rechtsklick drücken. Ihr kommt direkt wieder in das Menü und ihr müsst das Schild nicht abbauen, sondern könnt es einfach editieren. Und das nicht alles, sondern wie gesagt, ihr könnt ein Schild jetzt auch von der anderen Seite beschriften. Hier könnt ihr jetzt einfach hingehen, dazu Danke schreiben und jetzt habt ihr auf beiden Seiten einen Text, den ihr auch unabhängig voneinander färben und zum Beispiel mit Glowing bestücken könnt. Könnt den Text jetzt also zum Beispiel rot mit Glowing machen und den anderen auf der Vorderseite können wir white mit Glowing machen. Und das Ganze ist komplett unabhängig voneinander. Natürlich geht das nicht nur mit den Hanging Signs, wobei das hier schon unglaublich cool ist für zum Beispiel irgendwelche Icons, wenn man einen bestimmten Shop baut, sondern auch mit den ganz normalen Signs. Das heißt, ihr könnt hier was draufschreiben und ihr könnt auf die Rückseite von diesem Schild was schreiben. Es ist einfach gefühlt die neue Ära von Minecraft, Alter. Es ist so geil. Und dabei gibt es so eine neue Interaktion mit dem Honeycomb, denn genauso wie bei Copper könnt ihr jetzt das Schild praktisch wachsen und dann könnt ihr es nicht mehr editieren. Jetzt könnt ihr also nicht mehr Rechtsklick darauf machen, sondern das Schild ist jetzt so gesehen gesperrt. Eigentlich ganz cool, wenn irgendwie Leute bei euch die ganze Zeit rumtrollen. Leider gibt es aber noch keine Möglichkeit, das irgendwie wieder wegzunehmen. Das heißt, das müssen sie noch hinzufügen, dass man das Schild auch wieder entwachsen kann, sonst müsst ihr es abbauen. Aber spielt jetzt eh nicht so eine große Rolle. Kommen wir jetzt zu einer Sache, die wir uns auch schon sehr lange gewünscht haben, und zwar das Sniffer-Egg. Das ist jetzt nämlich endlich in-game. Wir haben den Sniffer ja schon vor ein paar Snapshots bekommen, allerdings einfach nur so in der Welt und jetzt haben wir eben sein wirklich richtiges Ei, mit dem man ihn auch breeden kann. Ich finde das Ei irgendwie tatsächlich noch ein bisschen komisch. Es sieht cool aus, es ist sehr, sehr, sehr groß und es ist gar nicht quadratisch, fällt mir gerade auf. Oh, das ergibt Sinn, weil der Sniffer auch nicht quadratisch ist. Naja, so sieht das Ei davon auf jeden Fall aus und so sieht einfach das Item von dem Sniffer-Egg aus. Also das Item ist echt irgendwie ein bisschen weird und bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so cool finde. Aber kommen wir erstmal dazu, wie ihr das Ganze überhaupt bekommt. Es gibt nämlich ein paar Möglichkeiten dafür und die erste ist einfach zwei Sniffer mit den Torchflowers, die zusammen zu breeden. Das ist ja eins der ersten Items, die der Sniffer praktisch ausgräbt, was er jetzt gerade tatsächlich schon netterweise tut. Oh,
Okay, dazu kommen wir gleich. Ja, eigentlich sollten die beiden jetzt ein Baby machen. Sie machen aber kein Baby, sondern sie produzieren für uns ein Sniffer-Egg. Und das Ganze könnt ihr dann einfach in die Welt setzen, um es auszubreeden. Auf allen normalen Blöcken braucht das 20 Minuten. Wenn ihr es allerdings auf Moos anbaut oder platziert, dann braucht es nur 10 Minuten zu wachsen, was eigentlich ein bisschen cooler ist. Das Egg selber hat dann wieder ein paar verschiedene Stages, die es durchläuft. Das erste ist die ganz normale, das zweite hat die H1 hier drüben zu sehen. Da habt ihr dann so ein paar kleine Risse hier oben drin. Bei H2 habt ihr dann nochmal ein paar krassere Risse drin und ab dem müsst ihr eigentlich nur noch warten, bis dann irgendwann das Snifflet spawnt, also der kleine Sniffer. Das ist ein süßer Name. Bro, wer bist denn du? Der interessierte Mann. Ey, schauen Sie sich mein Ei an. Ey, und da ist er. Unser kleiner Baby-Snifflet. Das ist er. Er hat voll den süßen Sound. Wie cool ist das denn? Ja, aber so wächst er jetzt praktisch und ist dann für uns hier in der Welt. Und den könnt ihr jetzt dann natürlich wieder auswachsen lassen. Und dann kriegt ihr nach und nach wieder den großen Sniffer, der für euch tatsächlich auch einen neuen Seed ausgraben kann. Wie das Ganze aussehen kann, haben wir gerade schon gesehen. Er hat uns das sehr gut demonstriert, denn es gibt jetzt einen neuen Seed und zwar den Pitcher Pot. Und das ist tatsächlich eine der neuen Pflanzen, die von Roger Badgerman schon mal vor wirklich einigen Wochen geleakt wurden. Und da war auch noch eine zweite Pflanze mit im Bild. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sogar nochmal im neuen Snapshot weitere Pflanzen für den Sniffer bekommen. Den Pitcher Pot, also eigentlich den Seed davon, den könnt ihr wieder nur auf Farmland anbauen, wie das auch zum Beispiel davor schon bei der Torchflower der Fall war. Und den gibt es jetzt in ein paar super coolen neuen Stages. Ihr seht hier schon die erste, das ist einfach nur so ein kleines Ding unten. Dann habt ihr so einen kleinen Setzling hier drin, der Setzling wird dann ein bisschen größer. Nach dem bisschen größer kommt dann hier oben so eine kleine Knospe und ganz final kommt dann eben diese Blume hier drüben raus. Finde ich irgendwie ziemlich cool. Es ist ein sehr, sehr, sehr uniker Block und irgendwie auch richtig geil damit zu bauen, kann ich mir vorstellen. Es ist ein bisschen schade, dass man ihn wirklich nur auf Farmland anbaut kann und ihn so wahrscheinlich nicht bekommt. Also auch wenn man den irgendwie mit Silk Touch abbaut, dann kriegt man halt immer nur den Seed raus. Aber ich glaube, es wäre irgendwie auch ganz cool, mit halt diesem Ding bauen zu können. Aber neben den anderen Grow Stages gibt es eben die voll ausgewachsene Blume, die ihr dann einfach hier abernten könnt und dann kriegt ihr die Pitcher Plant. Nicht mehr den Pitcher Plot, sondern Pitcher Pot, sondern die Pitcher Plant. Und das Ding könnt ihr jetzt basically überall in der Welt platzieren. Natürlich auf so Blöcken, wo ihr normalerweise auch Blumen platzieren könntet. Und ich finde sie wirklich ziemlich, ziemlich cool. Es ist eine neue, unique Blume. Sie hat halt diese zwei blockhohe Hitbox, was ein bisschen weird ist. Also haben andere auch, aber irgendwie sieht es bei der hier noch ein bisschen komisch aus. Aber overall finde ich die Blume super, super schön mit diesem Kelch-like-Ding. Es sieht halt irgendwie schon ein bisschen majestätisch aus. Ein bisschen schade ist, dass man sie gerade nicht in einem Flowerpot machen kann. Dafür ist sie einfach zu groß und wahrscheinlich wird sie nicht so ganz da reinpassen. Aber es wäre halt irgendwie super cool, wenn man sie zum Beispiel mit einem großen Pot benutzen könnte, weil dann wird es wirklich aussehen, als würde sie in so einem großen Blumentopf stehen. Aber overall finde ich sie trotzdem super schön. Und es wird wahrscheinlich noch eine neue dazu kommen. Und neben dem Breeden können wir das Ganze auch noch über Archäologie bekommen, denn in einer Warm Ocean Ruine findet ihr jetzt auch Suspicious Sand. Da ist einer und wenn ihr den jetzt praktisch mit dem Archäologie-Ding, mit der Brush wieder ausgrabt, dann findet ihr hier natürlich auch wieder irgendwelche Chunk-Items. Aber in der Warm Ocean Ruine könnt ihr jetzt eben auch das Sniffer-Egg bekommen, um dann so den Sniffer zu breeden. Und bevor wir gleich zu der absolut größten Sache in dem neuen Snapshot kommen, schauen wir uns nochmal die neuen Pottery Shards an, denn es kamen einfach 16 neue dazu, sodass wir jetzt insgesamt 20 von diesen Pottery Shards haben und damit wirklich unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich fand die vier, die wir davor schon hatten, eigentlich ganz cool, aber jetzt gibt es wirklich eine für jede Story, die ihr euch irgendwie ausdenken könnt. Ihr seht hier gerade schon so eine kleine Overview von den ganzen neuen Shards und die findet man natürlich auch wieder in den Archäologie-Ausgrabungsstätten und zuallererst mal in der Cold und Warm Ocean Ruine. In der Warm Ocean Ruine können wir, wie schon gesehen, das Sniffer Egg finden, aber auch noch diese ganzen neuen Dinger. Zum einen den Angler, den Shelter und den Snort Pottery Shard. Dazu das Sniffer Egg und noch ein bisschen Chunk, den man jetzt nicht unbedingt braucht. Und in der Cold Ocean Ruine findet ihr nicht nur diese ganzen neuen Shards, den Bladed, Explorer, Mourner und Plenty, sondern natürlich, weil es dort keinen Sand gibt, jetzt auch den neuen Suspicious Gravel, der eigentlich genauso funktioniert. Auch hier könnt ihr einfach wieder mit der Brush irgendwas ausgraben. Ihr seht hier direkt ein bisschen mehr. Er sieht eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool aus und funktioniert genauso wie der Suspicious Sand. Das heißt, ihr könnt euch hier einfach hinsetzen und dann mit eurer Brush langsam vor euch hinbürsten, bis ihr eben die ersten Sachen davon bekommt. Wer jetzt aber gut aufgepasst hat, der hat gesehen, dass dort noch sehr viele Pottery Shards fehlen, denn die gibt es in einer komplett neuen Ausgrabungsstätte und die schauen wir uns jetzt an. Das hier unten ist nämlich eine sogenannte Trails Ruin von dem Trails and Tales Update und die Dinger haben es wirklich in sich. Die sind nämlich wieder random generiert, das heißt nicht eine Struktur, die ihr einfach immer in der Welt findet, sondern sie wird wieder aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt und ist wirklich ziemlich, ziemlich groß. Beziehungsweise sie kann auf jeden Fall ziemlich, ziemlich groß sein und ihr seht hier schon so ein paar eben sehr poppige, farbige Blöcke und wenn ihr euch jetzt langsam hier runterbaut, dann habt ihr als allererstes diesen kleinen Eingang. Die Ruine geht immer ein Stück nach unten und da breitet sie sich dann eben aus. Wir werden uns die auch nochmal komplett freigelegt anschauen, damit man ein bisschen besseres Feeling bekommt, wo man da überhaupt drin rumgeistert. Aber hier könnt ihr euch jetzt eben Stück für Stück nach unten arbeiten und zwischendrin werdet ihr immer wieder Suspicious Sand oder Suspicious Gravel finden, um da eben neue Pottery Shards oder was auch immer auszugraben. Mittlerweile sind wir hier sogar schon bei Glazed Terracotta angekommen, also buddeln wir uns noch weiter nach unten. Und ihr seht, hier überall ist halt Stone und Terracotta und so, aber es gibt auch immer wieder neue Gänge mit zum Beispiel Sand, wo ihr euch ein bisschen besser voran bewegen könnt. Hier ist wieder ein bisschen Suspicious Zeug, was ihr aus
ausbuddeln könntet. Und in dieser Ruine könnt ihr euch wirklich sehr weit voranarbeiten, denn wenn wir einfach mal in Spectator gehen, dann seht ihr schon, das Ganze geht wirklich relativ gut weiter. Hier jetzt mehr in so eine kleine Richtung hier drüben. Und das ist tatsächlich eine der kleineren Dinger, die ich bis jetzt gesehen habe. Wir schauen uns da nochmal eine große an, aber ihr seht, wie tief das hier beispielsweise geht. Also wir müssen uns da wirklich nochmal sehr viel weiter vorarbeiten, um alles davon zu erkunden. Und in dieser Trace-Ruine könnt ihr wieder unglaublich viel Zeug finden. Also der Loot-Table davon ist gefühlt der größte, den es in irgendeiner Struktur gibt. Aber es ist auch wirklich viel Müll dabei. Das Coolste sind wahrscheinlich wieder die Pottery-Shards, also die neuen davon, die man bekommen kann. Und ein paar neue Smithing-Templates, die wir uns auch gleich noch anschauen werden. Aber sonst auch super viel Zeug, wie zum Beispiel Glasscheiben, verschiedene Kerzen, Farbstoff. Also wirklich eine Menge Junk, die man nicht unbedingt möchte. Ich glaube, wir alle gehen dann nur für die Pottery-Shards und für die Smithing-Tables dahin. Templates. Und das hier ist jetzt so eine Trace-Ruine komplett freigelegt, damit ihr mal sehen könnt, wie groß die eigentlich wirklich werden können. Das ist auf jeden Fall eine der größeren, aber ich glaube, sie gehen sogar noch ein Stückchen größer. Ihr seht also am Anfang hier oben diesen kleinen Turm, bei dem man eben reinkommt. Da gibt es auch drei verschiedene Varianten davon. Und wenn ihr euch den dann nach unten arbeitet, dann habt ihr hier zwei größere Räume links und rechts mit super, super viel Sand und Gravel. Also da werdet ihr wirklich einige Sachen finden können. Auf der anderen Seite hier gerade genauso. Also hier auch wieder super viel Sand, super viel Gravel und wahrscheinlich eine Menge davon auch, der Suspicious Sand. Am Boden davon ist eigentlich immer Cobblestone. Das heißt, sobald ihr bei Cobblestone angekommen seid, dann wisst ihr, es geht theoretisch nicht mehr weiter nach unten. Und dann geht es in die andere Richtung hier noch weiter mit so einem langen Gang eigentlich in eine Richtung, wo rechts und links immer wieder kleine Räume davon sind. Hier ist so ein kleines Ding, hier drüben ist auch nochmal ein kleinerer Raum, hier sind einfach nur so kleine dekorative Elemente und ganz am Ende hört es dann eben einfach auf. Overall finde ich das Ganze unglaublich cool und die Struktur jetzt einfach mal so freigelegt zu sehen, ist auch nochmal was ganz anderes, als sich dann eben unter der Erde so halb blind da irgendwie vorzupinseln, um zu ertasten, wo man hin möchte. Denn ich glaube, man wird sehr viele Räume da unten gar nicht wirklich entdecken, weil man eben nicht sieht, wo man überall noch hin kann. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Ding hier haltet und ob ihr es wirklich erkunden werdet in 1.20, aber ich denke hoffentlich mal schon. Außerdem gibt es noch 5 neue Armor-Trims, davon wirklich ziemlich cool. Overall habe ich so selber noch nicht super viel damit rumgespielt. Ich denke mal spätestens zu Craft Attack oder anderen Projekten wird sich das dann ändern. Aber die neuen heißen Silence, Host, Razor, Wayfinder und Shaper. Silence ist wahrscheinlich wirklich die coolste davon, weil die nicht nur einen kleinen Trim irgendwo dazu addet, sondern wirklich eigentlich den Großteil der Rüstung verändert. Normalerweise habt ihr immer nur einen so einen kleinen Strich und hier ist das Ganze wie invertiert und ihr ändert eigentlich alles andere davon. Das heißt, ihr könnt euch mit diesem Trim theoretisch sowas wie eine Emerald Armor machen, was wirklich ziemlich sick aussehen kann. Gerade das in Kombination mit Gold oder so, ey, das, for real, das sah ziemlich nice aus. Die 4 rechten Templates, die findet ihr alle in der neuen Trace-Ruine und den Silence, wie gesagt, in einer Ancient City. Also, schwierig, daran zu kommen.